Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wax to Witches Schauspielgarten. Jo, wir sind hier mal wieder im Park. Beim letzten Mal haben wir ja ein paar Menschen besucht. Und jo, wir wollen anfangen. Heute ist ja unser großer Auftritt um 12 Uhr. Und ja, wer für alle, die diese Challenge noch nicht kennen, ich habe dir erklärt am ersten Part, aber ich erkläre sie nochmal. Es ist so, dieser Sim, das ist der, wie hieß er nochmal? Das ist unser Marvin, der wird uns immer durch Wax to Witches Challenges begleiten. Und heute die erste Wax to Witches Challenge, das ist die Schauspielgarten. Also mit Schauspiel meine ich, der muss hier Aufträge machen als Schauspieler. Und Garten macht er nebenbei, um Geld zu verdienen. Und das ist halt die Challenge und damit starten wir. Heute ist Part 3, es ist sicherlich Mittwoch, wenn ich richtig liege. Ja, es müsste eigentlich Mittwoch sein und es ist gerade 11 Uhr, also zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme. Also heute ist Sonntag, der 5.4. Ich produziere ein bisschen vor, aber es ist gerade 11 Uhr, schön am Morgen sozusagen, so Vormittag kann man schön produzieren. Jo, ich starte gleich mal. Auf jeden Fall, wir sehen hier, wir müssen noch hier Charisma-Fähigkeit erhöhen und Gitarrenfähigkeit erhöhen. Darum gehen wir hier mal rein, denn hier gibt es eine Gitarre und dann können wir direkt mal üben. Und dann starten wir mal. So, und er ist glücklich, das ist gut. Er hat sich ein bisschen gekümmert. Achso, ich habe ein bisschen gespielt, damit er glücklich ist. Ja, ich habe gedacht, das ist immer blöd, wenn ich zeige, wie ich ihn glücklich mache und ich genervt bin. Und deshalb habe ich ihn ein bisschen glücklich gemacht, indem ich ein bisschen offscreen gespielt habe. Und ja, das werde ich wahrscheinlich öfter machen, damit es gut aussieht. Hier, da haben wir doch ein gutes Foto für das Vorschaubild. Da muss ich auch mal Fotos erstellen, das vergesse ich oft. Aber das ist gut. So, ja, genau. Üb mal ein bisschen deine Gitarre. Gerade erst begonnen. Ich spule mal ein bisschen vor. Bis er ist fertig hat, den Charisma muss er auch noch erhöhen. Sonst wird das nichts mit dem Auftritt. Abgeschlossen und abbrechen. Denn wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich muss das jetzt alles ein bisschen schneller machen. So, welches ist hier die Herrentoilette? Egal. Okay, super. Das ist mal richtig hier. So, dann Rede üben. Das gibt, glaube ich, Charisma. Dann starten wir mal. So, du gehst los. Perfekt. Dann verfolgen wir dich mal. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Puppenhausmodus. Heißt der so? Nein, aber ich nenne den Puppenhausmodus. So, dann geh mal da rein in die Toilette. Das Tolle ist, dieser Park bietet halt alles. Wir können hier baden. Also nicht baden, aber wir können hier auf Toilette gehen. Wir können hier schlafen. Wir können da was trinken. Essen können wir auch hier, wenn man uns was kocht. Und hier wärmen können wir uns, wir können hier lesen und wir können hier schlafen, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Also wir haben hier viele Möglichkeiten, wir können hier angeln und Frösche suchen. Also wenn das hier nicht mal perfekt ist, gibt es kein Charisma? Doch. Sorry, ich habe keine Zeit. Wir müssen ein bisschen Charisma üben. Erhöht das nicht Charisma? Doch. Warum erst? Achso, jetzt geht's. So, ich lasse das einfach mal ein bisschen schneller durchlaufen. 75% abgeschlossen. Super. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit bis 12 Uhr. Und ich würde sagen, wir schauen mal auf die Bedürfnisse. Okay, die sind echt gut gemacht worden von mir. Das habe ich geschafft. Wir waren nämlich bei jemandem zu Besuch. Und dann habe ich da noch ein bisschen gegessen und so. Und ja, er muss jetzt auch schon in circa einer Stunde los. Ich mache mal kurz auf Pause. Ja, und dann schauen wir mal. Wollen wir hier vielleicht mal mit irgendjemandem reden oder so? Ach, ist da ein Schauspieler? Paparazzi? Ach, da ist ein Megastar. Ah, der ist das. Ja, cool. Ja, den kenne ich. Wer ist da? Ein Fan ist umgekippt. Wahrscheinlich müde oder so. Gut, was machen wir denn mal? Fähigkeiten sehen gut aus. Angeln lohnt sich nicht mehr zu üben. Wir können mal schauen. Wachsen irgendwelche Pflanzen? Du könntest vielleicht hier mal graben, wenn du magst. Und da kannst du auch mal graben, wenn du magst.
Erstmal im Gucken, schaffst du das vom Timing her? Ich mach mal ein bisschen schneller. Ja, doch. Einen schaffen wir wohl. So, das doch. Stopp, 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 stopp. Das ist ein super Screenshot. Graben für Geld. Und was haben wir gefunden? Jo, cool. Ja, und das ist erlaubt. Das ist ja Wax to Witches. Warum kann ich das nicht verschieben? Du? Ist das ein Bug oder was? Hä, der existiert gar nicht. Och nee, nicht so ein Bug wieder. Das hasse ich ja, wenn das hier so verbuggt ist. Okay, aber den können wir auch verkaufen für 10. Schön. Schön, schön, schön. Ja, der ist gar nicht da irgendwie, aber ist halt da. Das ist komisch. Aber das ist öfter mal so. Okay, jetzt lassen wir einfach ein bisschen schneller laufen. Wir gehen natürlich gleich mit zum Dings, zum Auftritt. So, jetzt müsste auch gleich schon die Frage kommen, ob wir mit wollen. Oder willst du nicht los? Doch, mitmachen. Und dann gehen wir halt jetzt dahin zu dem Grundstück, zu dem Drehgelände, zum Studio. Und das findet ihr bestimmt auch wirklich cool. Also ich finde es auch cool. Ich kenne es zwar schon und ihr sicherlich auch, denn Werde berühmt ist ja nicht unbedingt das neueste Pack. Aber ich dachte mir, wir integrieren das mal so, weil irgendwie ich kenne jetzt zurzeit aktuell keine Challenge, wo es so eine Schauspiel-Challenge oder so gibt. Also vor allen Dingen Wax to Witches. Wir müssen 50.000 Simoleons erreichen. Eigentlich sind das ja 100.000, aber ich habe mich für 50.000 entschieden, weil ich auch gar nicht weiß, ist dieses Wax to Witches überhaupt was für uns? Oder eher gesagt für mich. Ich bin ja hier der Ersteller von den Videos. Okay, hier kommen ganz viele. Was sind das? Hasen oder so? Keine Ahnung. Okay, hier wird mir alles zu voll. Marvin ist zur Arbeit. Ja, das weiß ich wohl. Ich bin da. So, hier frisieren und schminken, Schauspielen üben, Geschichte erzählen. Hier können wir uns jetzt frisieren und schminken lassen. Das können wir mal machen. So, geh mal los. Manchmal mache ich immer ein bisschen schneller. Das kommt, das habe ich tatsächlich herausgefunden, wenn man einen schlechten PC hat, dann brauchen die Sims länger, bis die irgendwas machen. Das habe ich tatsächlich erfahren. Und deshalb weiß ich jetzt, warum das manchmal immer ein paar Sekunden dauert, bis die das machen, was ich will. Denn ich habe einen schlechten PC. Ein 400-Euro-PC, bisschen aufgerüstet. Also der ist jetzt nicht rein, nur 400 Euro. Aber die Grafikkarte ist beschissen. Ich glaube, im Wert von 20 Euro oder so habe ich mal nachgeguckt. Auf jeden Fall, hier ist nur Müll drin. Aber für mehr Geld, also für... Was wollte ich sagen? Mehr Geld hatte ich nicht für einen PC. So. Ja, das ist leider so. Gut, dann wollen wir mal schauen, was hier die Stylistin hinkriegt. Aber erstmal eben das hier. Dann können wir da auch ein paar Screenshots von machen. Wir können ja einfach ein bisschen betrügen. Die Screenshots kann ich auch mal wann anders nutzen. Hauptsache, ich habe ein paar. So. Ja, da schön ein bisschen was pudern. Ja. Okay. Okay, jetzt ein bisschen sprühen. Ich finde das immer so random, wie die das da sprühen. Irgendwie, das ist so sinnlos. Hatte der echt immer, schon immer so ein Bart? Oder ist der jetzt gerade gekommen? Okay, jetzt macht sie da irgendwas an den Haaren. Ja. Interessant. Was macht sie denn da jetzt mit den Haaren? Okay, jetzt föhnt sie die. Okay. Jetzt wartet sie ab, macht gar nichts. Okay. Auch interessant. Jetzt sprüht sie wieder. Finde ich irgendwie immer komisch. Okay, jetzt siehst du ganz anders aus. Das ist dein Outfit? Okay, gut. So, ich mache das immer auf Pause. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal unser Kostüm an. Und wir bleiben nach dem Auftritt am besten hier, denn hier können wir auch was essen und so ist das Schöne. So, dann frag mal, ob du das Kostüm anhaben darfst. Ja, darfst du. Das meine ich halt mal mit diesen paar Sekunden warten. Das ist leider so. Aber vielleicht habe ich ja dann irgendwie bald auch einen neuen
PC, aber das dauert wohl noch ein bisschen. So, jetzt guckt sie, was könnte ihm passen? Eigentlich muss sie nicht gucken, was könnte ihm passen, sondern er muss das bekommen, was benötigt wird. Okay. Wollen wir erst noch im Schauspielen üben oder Regisseur sagen, dass wir bereit sind? Nee, erstmal noch ein bisschen Schauspielen üben. Ich glaube, das ist wichtiger. Ja, wir haben ja auch noch Zeit für den Dreh dann. Das mache ich mal ein bisschen schneller. Denn das ist nichts Neues. Der macht nur komische Grimassen und komische Bewegungen mit den Armen. So, sobald das fertig ist, stoppe ich auch. Nein, komm, das stoppe ich jetzt. Denn jetzt gehen wir zum Regisseur. Ist er das? Ja. Freundlich vorstellen erstmal. Müssen wir, glaube ich. Wer ist da hinten? Kameramann. Spezialeffekte. Kameramann, okay. Okay. Eine simple Stativkamera. Mhm. Da haben wir noch einen Kran. Okay. Da ist auch noch eine Stativkamera. Das war's, glaube ich, oder? Haben wir noch mehr Kameras? Nee. Mehr haben wir nicht. Aber es gibt noch einen besseren Kran als nur den, okay? Interessant auf jeden Fall. So, hast du dich vorgestellt bei ihm? Dann kannst du ja vielleicht mal Notizen. Und danach kannst du sagen, dass du für Auftritt bereit bist. So, das mache ich immer ein bisschen schneller. Denn das ist sonst hier Quatsch, Quatsch, Quatsch. Was machst du gerade? Nein, das nicht. Sondern du erhältst jetzt die Notizen. Bisschen schneller. So. Und sagen, dass du bereit bist. Dann hakt das jetzt ab. Achtung, gleich. Okay, so. Dann gehen wir jetzt hier mal drauf. Riskant. Gitarre spielen. Gut. Jetzt sieht er irgendwie doch anders aus, oder? War er schon die ganze Zeit so? Ja, er ist jetzt immer unser Wax Witches Sim. Er wird auf jeden Fall immer unsere Waxed Witches Challenges machen. So, stopp kurz. So. So, das haben wir gut im Kasten. Das wollte ich eben haben mit der Klappe darüber. Okay. Riskant. Produkt anpreisen. Hat das geklappt mit der Gitarrenszene? Leute, weiß ich nicht, ob das geklappt hat mit der Gitarrenszene. So, dann fangen wir an und dann preist das Produkt mal an, okay? Ja, so, schön, super. Ja, dann mach das mal, ja. Okay. Eine Versammlung? Sind wir jetzt raus aus der Gruppe? Nee, wir haben hier irgendwie so eine Versammlung. Gut. Gesangsszene aufführen. Jetzt müssen wir was singen. Okay. Und Action. So, ja. Ich kann es leider nicht hören. Ihr könnt es aber hören, glaube ich. Nee, ihr könnt es auch nicht hören. Ich werde das einrichten, dass ihr demnächst dann auch hier was hören könnt, was in Sims passiert. Können wir beide nicht. Also du und ich. Oder ihr und ich eher gesagt. Also ihr. Okay, warum ist der Auftritt noch nicht abgeschlossen? Kann man das so abschließen oder müssen wir dazu? Muss die Szene nochmal wiederholt werden? Okay, der Auftritt schließt nicht ab. Interessant. Was ist los? Muss irgendeine Szene wiederholt werden oder was? Nein. Greenscreen einstellen. Was passiert, wenn ich den umstelle? Ach, das sind zwei. Und den mache ich so. Nee, den mache ich so.
Okay, jetzt kann ich nichts machen. Interessant. Ich habe den Auftritt abgeschlossen. Mehr kann ich nicht tun zurzeit. Wartet der auf irgendwas? Hallo? Ich habe keine Ahnung, was jetzt abgeht. Muss jetzt noch irgendwas gemacht werden? Ich verstehe jetzt nicht, was los ist. Ich spule einfach mal vor bis 20 Uhr. Ist das das Letzte, was ich machen muss? Ich verstehe jetzt nicht, was ich tun kann, um ehrlich zu sein. Ich übe einfach nochmal Schauspielen. So wie das ja eigentlich stand, zählt das jetzt auch als ein... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen muss. Deswegen spule ich einfach so ein bisschen vor und lasse es ein bisschen schneller angehen einfach, bis es vorbei ist. Ist das verbuggt oder so? Also Schauspielen üben auf jeden Fall eine Aufgabe. Na, jetzt nicht mehr. Kann ich mir ein neues Kostüm holen? Einfach mal ein neues Kostüm. Okay, ich breche das einfach jetzt mal ab. Bekomme ich jetzt gleich mein Geld? Wir bleiben mal auf dem Grundstück, denn hier bekommen wir kostenloses Essen. Und das ist das Tolle, hier gibt es eine Pizza. Und das Tolle ist, ja, das ist zwar ein bisschen Cheaten, aber wir können die klauen. Nein, ist das Cheaten? Nö, wir nehmen das Essen mit. Ach nee, was bringt uns das, wenn wir das Essen mitnehmen? Aber ein Stück nehmen, dann nehmen wir mal ein Stück. Ja, oder wir packen das aus wieder. Dann ess mal was, dann geht es dir auch wieder besser. Und danach hier. Okay, danach machst du ein Nickerchen. Nee. Wir haben jetzt Geld, wir können gleich mal nach Hause gehen und dann ein Bett kaufen, aber erstmal essen. Und erstmal pinkeln. Denn das können wir hier schon kostenlos machen, ist ja das Tolle. Die ist auch da, die ist ein Star. Gut, ich würde sagen 17 Minuten. Ich würde sagen, das war ein toller Auftritt. Der hat mir sehr gut gefallen. Und ja. Ups, so. Das war wirklich toll und ich würde sagen, wir schauen hier direkt mal nach einem neuen Auftrag, den wir dann machen können. Und ich würde sagen, dann war es das auch, nachdem wir jetzt einen neuen Auftrag haben und der Sim im Pinkeln war, der liebe Marvin, der wird uns jetzt für immer begleiten. An den könnt ihr euch gewöhnen. Warum nochmal? Dann lieber salziger Sud Werbespot. War der nicht gut genug oder was? Egal, auf jeden Fall, das war's jetzt mit der heutigen Folge. Wir sehen uns am Donnerstag, also morgen wieder. Und macht's gut, bis dann, bleibt gesund. Ich wünsche euch einen schönen Tag und tschüss.